Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von NBA 2K17 und MyGM. Eventuell die letzte Folge, bevor es wieder heißt Playoff Time. Aber jetzt müssen wir erstmal noch das eine oder andere Match bestreiten, damit wir auch sicher reinkommen. Die letzten beiden Niederlagen gegen die Warriors und gegen die Rockets waren natürlich da jetzt nicht ganz so optimal, aber gegen die Nuggets sollten wir jetzt wirklich gewinnen, denn auch noch ein direkter Konkurrent. Deswegen starten wir direkt rein mit diesem Match. Okay. Ja, in der Folge werde ich dann doch mal wieder auf die ein oder andere Anweisung hören. Einige Rebounden, das können wir auch machen. Defensive Aggressivität. Neutral. Ja, nur die Minutenumverteilung. Das ist meine Sache und die bleibt auch so. Okay, das sieht jetzt erstmal nicht so gut aus. Das ist so krass. Wenn man halt wirklich 18 Punkte hinten liegt, da habe ich halt dann auch echt so fast gar keinen Turn mehr reinzugehen. Nee, komm, das verlieren wir. Weiß ich nicht, was da momentan los ist. Booker mit 23, Deloading mit 22, Embiid mit 21 und dann wird es halt echt sehr dünn. Sehr, sehr dünn. Ja, und das ist ein Match, das war jetzt dann mal so, im Fußball würde man sagen, ein 6-Punkte-Spiel. Gegen die Mavs. Kommt, Jungs, da muss jetzt echt mal ein Sieg her. Wir führen. Und dann lassen wir uns wieder den Schneid abkaufen. Ja, jetzt kommt, zieht jetzt mal durch. Also, ein Sieg. Wiggins schickt die Mavs nach Hause. Die Partie war zunächst zwar völlig offen, aber am Ende hatten wir den längeren Atem. Wiggins 20, Russell 15. So muss es aussehen. Wenn so viele über 10 Punkte scoren, dann ist es eigentlich perfekt. Und auf der anderen Seite Parsons spielt wieder bei den Mavs, okay. Matthews, McConnell, Anderson. Ja, das reicht dann nicht. Und damit sind wir sicher in den Playoffs. Wir haben das X vor unserem Namen. Der letzte Sieg, den wir gebraucht haben. Ja, weil sie ihr Versprechen gebrochen haben, ja. Es ist so, es ist leider total verbuggt. Ich kann einfach nichts machen. Ja, wütend, das ist mir gerade eben. Ich hätte das niemals machen dürfen. Das Spiel ist, was das anbelangt, so verbuggt. Ich kann das gerne mal zeigen, wo man das auch wunderbar sehen kann. Jetzt ist es gerade eben weg. Hier bei den Versprechen stand gerade eben, bevor ich die Folge angefangen habe, dass ich die Intensität von Russell, Wiggins und Randall erhöhen soll, obwohl ich sie gar nicht mehr erhöhen kann. Ich bin bei sehr hoch. Ich bin überall bei sehr hoch. Es geht nicht. Es ist einfach komplett verbuggt. Ja, leider. Also, gegen die Jazz. Gibt den nächsten Sieg. Und ich glaube, da war am Ende ein Dreier mit dabei, weil sonst hätten wir, glaube ich, verloren. Russell 20, Embiid 16, Hibbert 14, Booker 10, Hood 22, Hayward, jetzt habe ich schon Hayward gesagt, 20, 14 von Gobert und 16 Rebounds, das ist natürlich stark, Hickson, aber es reicht nicht. Weiter geht's. Gegen die Grizzlies haben auch einen Negativlauf. Das haben wir in der letzten Folge gesehen. Ja, und der setzt sich auch gegen uns fort. Also der nächste Sieg. Covington 22, Russell 20, Embiid 17 und ja, Neto, Udrich, Hardaway. Okay, noch ein paar fast an den 10 gekratzt. Das reicht dann halt auch. Zwei Trainingstage. Globale Spieltaktik. Wiggins ist verletzt. Ja, Wiggins ist verletzt. Woran mag das vielleicht liegen? Weil jedes Training einfach zu krass ist. Hüftprellung. So, wir müssen das Training jetzt eh mal wieder anpassen. Das hat so. Sonst ist es echt zu übertrieben. Mittel.
Mittel. Team, damit mal wieder alle gleich trainieren. Embiid, da war ich ja in der letzten Folge ein bisschen sauer und habe alle hochgehauen. Auf sehr hoch hat er dann natürlich auch total viel gebracht, wie man gesehen hat, wenn trotzdem alle irgendwie am Meckern sind. Team, da wird jetzt bestimmt nochmal das ein oder andere Gespräch kommen. Insbesondere bei den älteren Spielern wie Hibbert. Aber da kann ich ja dann immer noch reagieren. So, Team. Vielleicht auch einfach mal einmal nach rechts drücken. Dann wäre ich nämlich schon gleich bei Team. Genau, Team. Team. Gut. Gegen die Kings. Globale Spieltaktik verwenden. Achso, weil Wiggins verletzt ist. Den muss ich jetzt auch noch kurz rausnehmen. Wiggins. Alle on fire. Oh, nicht schlecht. Haben wir überhaupt noch einen, Komm, ich schmeiß jetzt einfach mal Quinn rein. Ja, so lass ich einfach mal probieren. Ja, komm, der kriegt jetzt einfach seine Chance. Der hat mir doch schon wieder alles durcheinander gewürfelt, oder? Man sieht es schon wieder sofort bei den Minuten. Warum macht das Spiel das jedes Mal? Ich muss es nicht verstehen. Na, da kriegen wir jetzt natürlich eine richtig schöne Klatsche. Wobei es war am Ende sogar noch mega eng. Gegen die Pelicans. Sehr zufrieden mit meinem Personal. Pressevertrauen, das kann es ja total Wayne sein. Ich weiß gar nicht, was das bringt, wenn man Pressevertrauen auf 100 hat. Wahrscheinlich überhaupt nichts. So, gegen die Pelicans. Die kriegen dann mal wieder Prügel. Russell 30, Covington 22, Hibbert 15, Booker 11, Embiid 8. Oh, Quinn. Nur 3 Punkte und 5 Bretter bei 29 Minuten. Das geht mal gar nicht. Das geht mal gar nicht. So, dann simuliere ich mal bis zu diesem Tag. Und da muss ich jetzt wieder alles anpassen, weil sonst wird Wiggins, glaube ich, auch wieder ein bisschen angry. Aber ganz fit ist er auch noch nicht. Naja, solange er nicht ganz fit ist, lasse ich ihn mal lieber noch draußen. Auf die beiden letzten Matches kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Das sieht auch wieder gut aus. Ja, auch wieder ein Sieg. Russell 22, Randall 12, Booker 12, Covington 11, Hibbert 10. Auf der anderen Seite die ersten drei gar nicht so schlecht, aber dann wird es zu dünn. Okay. Wie sieht's aus? Wieder bereit, Wiggins? Nein, nicht bereit. Na ja, gut, aber ich muss ihn jetzt da langsam wieder mit reinnehmen, weil die Playoffs anstehen. Okay, jetzt muss ich eh. Also Wiggins wieder rein, auch wenn er noch leicht verletzt ist. Er muss ja jetzt nicht. Muss er keine 30 Minuten spielen, dann kriegt er halt in dem Fall nur 20. Das passt. Was auch so fehlen würde, dass man die Minuten einfach mal bei allen auf 0 runtersetzen kann. Da muss ich das nicht jedes Mal hier so verschieben von alleine, dass ich wieder Minuten frei habe. Also, wie spielen wir in den Playoffs? Russell ist der Anführer. Kriegt 36. Booker 34. Wiggins bleibe ich jetzt gerade eben mal bei 24, weil er einfach noch nicht fit ist. Unsere Big Men kriegen 30 jeweils. Covington ist unser sechster Mann mit. Ja, aber da muss jetzt auch ein paar Minuten mehr kriegen, weil Wiggins einfach so wenig Minuten hat. Dann Netto. 13, das ist okay. Shooting Guard.
gebe ich mal Olic ein paar Minuten mehr. Mal auch ein bisschen sortieren. Also Point Guard, Shooting Guard. Quinn. Ja, nee, da lieber Kelly mit reinnehmen. Kelly kriegt auch mehr Minuten. In dem Fall mache ich das jetzt mal wirklich so. 18 Minuten. Dann kriegt Netto, dann kriegt Olic noch ein paar Minuten mehr. So, dann passt es eigentlich so. Hibbert noch nach oben verschieben. Dann kriegen die Leute jetzt einfach mal eine Pause, 5 Stück. Und die anderen dürfen spielen. So, dann haben wir noch eine andere wichtige Aufgabe, die wir jetzt einfach in Angriff nehmen müssen. Und zwar die Moral nach oben hauen von denen, die schlecht gelaunt sind. Wie zum Beispiel dieser ehrenwerte Herr. Ich stehe hinter ihnen, rede. Na, wir brauchen schon irgendwas. Setzt den Spielermoral auf 75 zurück und gewährt ihm einen Attributsbonus von 5. Weiterwerfen, rede. Sie kommen nur dann aus ihrem Trott raus, wenn sie weiterhin Würfe machen, rund um die Uhr für den Ball leben und sich sonst um nichts kümmern. Die Würfe gehen irgendwann rein und dann werden sie schnell feststellen, dass alles andere im Spiel und in ihrem Leben besser wird. Danke, diese Aufmunterung habe ich gebraucht. Okay, also, wieder nach oben gehauen. Dann, Booker ist nur bei 69, das finde ich auch nicht so berauschend. Kein Problem, was gibt's? Stehe hinter ihnen. Ja, doch, stehe hinter ihnen. Sie sind in letzter Zeit nicht sie selbst. Ich wollte sie nur wissen lassen, dass sie nicht nur die volle Unterstützung ihrer Mitspieler haben, sondern auch des ganzen Clubs und der ganzen Stadt. Kopf hoch, wir sind bei ihnen. Also hoch auf 84. Und Embiid kriegt meine letzte, die ich zur Verfügung habe, ihn heiß machen, rede. Dann ist der oben auf 97. Und dann geht's jetzt noch rein gegen Golden State. Der erste so kleine Härtetest. Globale Spieltaktik verwenden, ja. Durchschnittliches Tempo. Matchup ist automatisch, okay. Also, durchschnittliches Tempo machen wir rein. Dann hier auch neutrale Defensive. Warum eigentlich neutral? Gegen die Warriors musst du doch körperlich spielen. Das ist eigentlich totaler Schwachsinn. Also, widerspreche ich mal. Einfach blind. Das war vielleicht auch so ein Fehler in dieser Season, immer alles so blind zu machen, was hier empfohlen wird. Okay. Kommt, Jungs, da geht was. Na, ein bisschen langsamer. Boah. Na komm, wir gehen lieber selber rein. Ich will einfach diesen Sieg gegen die Warriors jetzt haben, damit wir mit einem Sieg in die Playoffs starten. Dum, 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 dum. So, was können wir dann noch machen vor den Playoffs? Also ich werde in dieser Folge definitiv nicht mehr anfangen mit den Playoffs. Deswegen überlege ich gerade, was wir denn noch, dass ich nicht irgendwas vergessen habe. Ich habe nämlich das Gefühl, ich wollte noch irgendwas anderes machen. So for the Lakers right now. Und der geht da gleich nochmal rein. Siebtes Teamfoul. Und der fällt. Steffen. Iggy macht ihn rein. Der bounced und bounced und bounced. Wiggins spielt ihn raus, Booker macht ihn rein, ganz easy, wide open. Was, warum hat Wiggins bis 2 Punkte? Ja, weil er halt einfach nicht fit ist.
Green, the screen. And Thompson kicks to Curry. Knocks it loose. It's stolen by Randall. Now the Lakers on the break. Wiggins inside. Wiggins macht nichts. Time definitely not on their side. Klay Thompson. Gasol macht ihn. And Gasol is someone you turn to in these situations. Need a big basket. Na, das nächste Foul. Ausgefoult. And so he's picked up his final foul. Der dropped. The Warriors making a switch here. Johnson's checked in. Und auch der fällt. So now it's a 7-point game. Yeah, showing off a really smooth stroke there. And that will add to their lead. Klay Thompson, Steph, ja, der muss sie nehmen. Geht nicht. Also dieses Spiel gewinnen wir safe. Wiggins outside. Nochmal raus. Netto. Here's Netto. Ah, shit. Turnover. Egal. Also. Wir starten mit einem Sieg in die Playoffs. Johnson from outside. Off target. Johnson probiert nochmal den Dreier, der geht allerdings nicht rein. The 2K Sports Postgame Show. Thanks, Kevin. Ja, die können wir überspringen. Jetzt bin ich mal gespannt, wer unser Gegner ist. Das letzte Jahr waren in der ersten Runde die Nuggets. Ja, die Nuggets. Ich erinnere mich, wir haben 3-1 geführt und dann wurde es noch mega eng. Mit einem Fuß eigentlich schon draußen gewesen. Also jetzt werden wir nochmal ganz kurz alles abchecken. Sie hatten eine sehr erfolgreiche Saison. In Runde 1 haben sie deshalb Heimvorteil. Was erwarten sie für ihr Team in den Playoffs? Alles gewinnen. Alles gewinnen. Ja, und da geht alles nach oben. Alles richtig gemacht. MVP. Stephen Curry. So, All-NBA First Team. Stephen Quiz. KD, LeBron, Karl Anthony Towns. Und so sieht das dann aus. Wir spielen gegen die Clippers. Okay, interessantes Matchup. Wenn wir gegen die Clippers bestehen sollten, ne, dann dürfen wir entweder gegen Golden State oder gegen Oklahoma ran. Und auf der anderen Seite, ja, favorisiere ich halt ganz klar die Trailblazers. Denke, die haben gute Chancen. Oder die Rockets. Auf der anderen Seite die Cavs gegen die Heat. Die 1 gegen die 8, wie es halt so ist. Die 4 gegen die 5, die Pistons gegen die Nets. Boston gegen die New York Knicks und die Raptors gegen Philly. Ja, wir checken dann nochmal ein bisschen Social Media technisch alles ab, weil in der nächsten Folge, da brauchen wir dann nicht mehr großartig rumtun, großartig managen, dann heißt es einfach nur noch Playoff Time. Randolph wurde zum besten sechsten Mann des Jahres gewählt. Rookie of the Year, Haywood von den Hawks. Ja, Jeff Curry gewinnt den dritten MVP Award. Towns zum Spieler der Woche in der Western Conference gekürt. Ansonsten noch irgendwelche Gerüchte. Über Atlanta kreisen schon die Geier. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Coach Steve Kerr gefeuert wird. Ja. Steve wäre vielleicht auch mal ein Kandidat für uns. Ich weiß nicht, wie lange Popovich noch macht. Ansonsten die anderen Gerüchte, die kennen wir alle aus der letzten Folge. Okay, Transaktion, es wird gemunkelt, dass Isaiah Thomas bei den Celtics für 3 Jahre und 69 Millionen verlängert. Ja gut, und hier kommt die Meldung, also er hat verlängert, dann ist das Thema durch. Gut, ansonsten Transaktionen, no, Verletzungsbericht. DeRozan, komplett verletzt, Grant, Bledsoe, Thomas. Das heißt dann, okay, die ganze Season ist gelaufen. Das ist natürlich hart. Das ist hart. Das hat uns Gott sei Dank nicht erwischt, dieses Schicksal. Zukünftige Free Agents. Das ist vielleicht auch eine ganz interessante Thematik. Denn auch wenn wir das Team gerne so behalten würden, ich glaub's nicht. Ich denke, das wird
eine ganz, ganz interessante Free Agent oder Free Agency. Towns, Cousins, das mit Embiid kann natürlich jetzt auch nicht klappen, deswegen wären die beiden durchaus interessant für uns, je nachdem wie teuer. Paul George wird auch Free Agent. Wiggins, okay, das ist bei uns. Was, Russell wird auch Free Agent? Ja, das stimmt tatsächlich. Wir haben ein ganz entscheidendes Jahr vor der Brust, weil... Was ist denn? Du siehst es hier. Ich habe fast mit niemandem einen langfristigen Vertrag. Das heißt, unser Team kann in der nächsten Season nach den Playoffs eventuell komplett anders aussehen. Das wird wirklich, wirklich interessant. Aber hier habe ich, glaube ich, ja, eine Team-Option bei Russell und Booker. Bei Embiid hingegen nicht. Hat mir nicht irgendjemand geschrieben, dass ich da eine habe? Das würde ja in dem Fall dann nicht stimmen. Na gut. Also, liebe Leute, das war's wieder mit einer Regular Season mit MyGM. In der nächsten Folge heißt es dann Playoff Time gegen die Clippers. Es geht wieder rund. Wenn du Bock hast, schau das nächste Mal wieder rein, lass mir hier ein Däumchen da und dann bis demnächst. Dein Ex. Ciao.